Herzlich willkommen zurück bei Dead Walking, nee, Bioshock Infinite. Wir gehen nach Shytown. Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Ich muss lächerlich wirken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Gut. Ich hoffe, ich mache ihnen auch genug Angst. Obwohl ich mir manchmal ein bisschen im Krieg vorkomme. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt hinter dem allmächtigen Silver Eagle herlaufen, um alles kaufen zu können, was sie euch andrehen, um euch klein zu halten. Aber Daisy Fitzroy sagt, es gibt einen anderen Weg, und zwar schon okay. Sehr bald. Okay, also hier ist nicht mehr Rassentrennung angesagt. Ich glaube, das ist... Schuld am Zustand dieser Leute. Es vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Es sieht sehr danach aus. Wir könnten direkt zu der Polizeistation gehen. Oder wir sehen uns in der Bar um. Ich würde sagen, wir sehen uns mal in der Bar um. Oh, coole Musik hier. Woher kommt die denn? Da unten. Ah, das ist die Bar. Oder nicht? Hey, what the fuck? Wieso schießen die jetzt plötzlich auf mich? Hä? Was war das denn? Ja, alles wird gut, alles wird gut. Ich tu dir nichts. Und ich habe jetzt genau wieder vergessen, was los, was ich sagen wollte. Mann, oh Mann, Mann. Wie mich abgelenkt. Ist das die Polizeistation? Ne, ist die Bar. Du bist also eine Kiste. Sag das doch. Tainted Love. Voll geil. Voll gut. Ah, wir könnten was... Bronco-Hilfe. Verleiht die Fähigkeit, Schwebeeffekte von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Das ist doch mal nett. Kein KFA... Carfac. Kein Verkauf. Okay. Toll. Wieso zeigst du mir dann? Wieso machst du mich heiß auf sowas und dann. Und dann verarschst du mich hier wieder? Mann, ey. Voll gemein. Aber wir hätten uns natürlich Munition für den Repeater kaufen können. Tainted Love. Ah, hier ist der Barkeeper. Oh, jetzt hänge ich hier gerade fest. Okay, gib mir die neuesten... Ups, der hat plötzlich eine Waffe in der Hand. Nehmen mal die... Ah ne, Salze haben wir ja voll. Okay, was haben wir hier? So rennt der Junge weg. Ah, oder das Mädchen. Spiele auf der Gitarre. Hallo. Eine Gitarre. The circle be unbroken by and by. By and by is a better home awaiting in the sky. In the sky. Ja, halt mal. Wir könnten eigentlich anstatt hier uns durch die ganze Polizeischaft zu kämpfen, könnten wir auch einfach Musiker werden. Was hältst du davon, Elizabeth? Da, ein Lockpick. Oh, wo? Könnten wir mal brauchen. Zeig mal wo. Wo? Wo? Ah, nee. Wo denn?
Ich sehe ihn nicht. Hä? Ah, da. Es ist... Box zum Riegeln finden. Ein Audiolog von Daisy Fitzroy. Wenn man gezwungen wird, in den Untergrund zu gehen, dann sieht man die Dinge von unten. Und unten, auf dem Boden der Stadt, sah ich Feuer brennen. Und Feuer erzeugt Hitze. Aber es hat keinen Mund. Daisy. Nun, sie hat ein Mundwerk, das für alle Feuer Kolumbias reicht. Das kann ich mir vorstellen. Wollen wir nochmal eine Runde Gitarre spielen? Geht das überhaupt noch? Wahrscheinlich nicht. Nö, okay, schön. Okay, okay. Was hast du zu verkaufen? Mal gucken, ob wir hier irgendwas für die Schrotflinte oder den Karabiner haben. Ich finde irgendwie nie... Ah! Schnelles Nachladen. Sehr nice. Das nehmen wir. Danke. Und sonst hast du nichts Interessantes. Schade. Echt schade. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt für die kurze Gitarrenstunde. Da noch was liegen sehen. Da lag doch was. Ah, es ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Das ist ein Repetierer. Wir könnten also den Repetierer mal wieder aufnehmen. Hallo, ihr Kindchen. Was, ich habe jetzt echt meinen Karabiner abgelegt? Oh, wow, okay. Sehr unerhört, was... Wir müssen ja noch diese Box finden. Wir haben ja jetzt einen Schlüssel für so eine Box gefunden. Jetzt müssen wir die noch finden, ne? Befindet sich die hier hinter der Bar? Oh. Ups, sorry. Nö, glaube ich nicht. Das blutet wirklich. Gib mir das. Dann gib mir das doch. Oh, es tut mir wirklich leid, dass ich hier jetzt alle töten musste. Aber so ist das wilde Wildwestleben halt, ne? Man nimmt was aus einer Kiste, obwohl man es nicht darf, und schon gehen alle aufeinander los. Ja, so ist das. Ich hätte das sehen sollen. Toll, haben wir einfach mal alle in der Bar umgelegt. Toll. Aber ich glaube, die Kiste ist so anders. Die müssen wir auf jeden Fall suchen. Ihr kennt mich, ich lasse keinen kein Geheimnis ausgelassen. Hier wird kein Geheimnis ausgelassen. Was ist das? Hä? Okay, einfach Lockpick. Da ist doch ein Lockpick. Eben. Hab doch was gesehen. Okay, keep your guns, we need food. Hau ab, du Penner. Wieso denn? Hallo, ich bin doch kein Penner. Hier. Okay, Elizabeth entwickelt sich auch langsam zu einem Penner. Was? Dieb? Ups, die sind ja nett. Ich will mal wieder so einen richtigen Tötungsschlag. Und... Damn. Genau das wollte ich mal wieder. Scusi. Ich war doch gar kein Dieb, ey. Beruhigt euch mal. Was nehmen wir? Was nehmen wir denn? Salz, Gesundheit oder Schild? Wir machen Schild. Wie immer. Wie immer eigentlich. Genau das, was wir jetzt brauchen. Und wir essen all den Arm hier. Gemüse weg. Wir sind so gemein. Echt jetzt. Nimm Pistole. Ne, will ich nicht nehmen. Was hatte der für eine Waffe? Ein Revolver. Mit dem Revolver bin ich ja auch irgendwie nie wirklich warm gekommen. Geworden. Schlag zu! Los! Fester! Schlag fester zu! Das Ding kriegt kaum eine Delle, verdammt! Ich hab Hunger, Bill! Vernichtet ihn!
mache, glaube ich, hier nur Fehler irgendwie. Was haben wir hier? Zuckerwatte. Ah, das sind einfach so schöne Süßigkeiten. In der anderen Welt ist hier wahrscheinlich schön und so, ne? Ah, ich hab's mal wieder übertrieben. Yay. Uhu. Ich hab gesehen in einem Video, dass man Beherrschung auf solche Automaten spielen kann. Ah. Könnte ich eigentlich mal zeigen, ne? Zeig das mal beim nächsten Automaten, wobei wir vorbeikommen. Zeig ich das auf jeden Fall mal. Okay, hier geht's ja weiter Richtung noch dunklere Städte. Noch eklige. Oh. Guilty. Labor Agitator. Hallo. Bist du ein Kind oder ein Mann? Das weiß niemand so genau. Krass, die Pflanzen hier. Soll ich euch von eurem Leiden erlösen? Oh, ja. Oh. Ich glaube, jetzt geht's in die Polizeiwache. Oh, Ausrüstung. Ups. Aus Versehen zweimal Viereck gerade gedrückt. Was war's? Ich glaube, es war. Es war ein Schuh, richtig. Oder eine Hose. War es eine Hose? Ich habe gedacht, es sei ein Schuh. Nee, ich glaube, es war ein Schuh. Wieso ist denn der Schuh nicht am ganz weit unten, da. Newtonisches Gesetz beim Landen von einer Skyline. Nee, das hat man da. Overkill beim Töten mit exzessiven Schäden, wenn Feinde betäubt. Okay, was hatten wir denn jetzt? Jetzt hatten wir Umarmung des Vampirs. Nahkampfkills verleihen Gesundheit. Aha. Was? Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Wir haben ihn zertreten wie eine Laus. Oder? Haben uns seine Geräte. Macht euch klar, Soldaten. Die Vox und Waffen sind wie Feuer und Schießpulver. Ein Funke und das Gefährt. Habe ich gerade alle zusammen getötet? Boah, was ist denn jetzt hier los? Aber Hauptsache, ich habe mal alle getötet. Haben die hier... Ah, wir können hier an der Skyline vorbei fetzen. Geil. Oh yeah. So, einen automatisch mal zerstört. Was ballert hier denn noch auf mich rum? Au! Aua! Es tut weh. Was ist das denn? Was zum Henker? Was ballert mich auf mich? Au! Was ist das? Okay, ich muss eindeutig hier wieder rumsliden. Ah, das sind... Au! Was zum Henker ist das? Aua, aua. Hier, Booker. Meine Fresse, was ist das? What the fuck, dude? Was sind das für Dinger?
sind das Flakwerfer, ey. Keine Munition mehr. Yay. Mach mal hier Elektroschaden. Vielleicht hilft das. Ja, ich glaube, es hat für kurze Zeit geholfen. Brauche aber auf jeden Fall mal eine neue Waffe. So ein Mörser wäre jetzt äußerst von Vorteil. Meine Fresse. Komm, ich will auf die Skyline. Wo? Komm, Skyline. Ja. Yeah. So, ich habe gesehen, man kann hier landen. Genau da will ich jetzt auch landen. Natürlich komme ich weit. Was haben wir hier? Medizin-Kits. Ja, das könnte schon mal von Vorteil sein. Au. Nein! Ich wollte umkehren. So, wupp. Schwupp. Wollte mal einen Mörser oder so, das wäre echt nice. Au! Meine Fresse. Au! Vor allen Dingen, wieso treffen die mich überall? Wo seid ihr denn, ihr Homos? Ah, da unten. Ich habe keine Munition mehr. Was hast du für eine Waffe? Gib mir eine gute Waffe. Ein Revolver, ja, nehmen wir das mal. Komm schon. Da hat sich gerade wie so ein Typ aus dem Borderlands angehört. So ein Riese. Oh. Ah, du lebst ja noch. Wieso? So, jetzt machen wir wieder den Geschützturm. Weil das geht ja jetzt wieder. Wo denn? Jetzt können wir das Ding mal abschießen. So, eins ist kaputt. Eins von 300. Gehen wir mal hier hoch. Ah, ein Panzergewehr. Ein Scharfschützengewehr. Aha, nee, kein Panzergewehr. Hä? Wie satz mir den? Danke! Komm! Ah, so! Meine Fresse, lass mich doch mal in Ruhe, bitte. Boom! Der war nice. Mach mal hier auf, bitte. Und mach mal hier auf. Im Kampf knacken nicht möglich. Oh, hi, guten Tag, Herr Lincoln. Was machen Sie denn hier im Kampf? Sie sollten lieber wieder in Deckung gehen. Irgendwie sehen Sie nicht mehr gut aus. Sie sehen so aus, als hätten Sie den Kopf verloren. Wieso denn? Woher kommst du, Honk? Ich liebe den brockenen Bronco. Eindeutig mein Liebling. Dürfen wir jetzt weiter? Kannst du hier mal knacken? Ja, danke. So, Elizabeth? Ach, das wird nicht lange dauern. Danke schön. Irgendwie rutscht mein Mikrofon die ganze Zeit nach unten. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss schön richten. So, bestens. Also, alle hopp. Ja, Bereich verlassen.